Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2 auf der MAH Pro mit der Julia. So flüssig habe ich das noch nie hinbekommen. Ja, wir haben mal eine Runde gepennt, habe ich mich zu entschieden, dass wir das machen. Und wir setzen dann jetzt mal die Fahrt fort. Und sehen mal zu, dass wir an unser Ziel kommen. Ja, das ist ja wichtig. Unterwegs sind wir mit einem DAF. Ich habe den Mercedes verkauft. Hier kann man auch noch tanken. Ob wir das machen? Nee, machen wir jetzt nicht. Ziehen hier mal einfach knallhart durch. So, ich glaube, von da kommt nichts. Wenn doch immer Pech gehabt. Und wir sehen mal zu, dass wir reinkommen. Wenn man weit genug links fährt, habe ich den Eindruck, dann halten die tatsächlich eine Runde an. Der ist uns ja jetzt auch nicht reingerauscht, obwohl er es hätte können. Das muss ich mal im Auge behalten. So, 997 Kilometer noch vor uns. Das ist meine Katze immer dann verrückt spielt, wenn ich ETS2 aufnehme. Unglaublich. Naja, ihr werdet es überleben. Nothalt auch nicht schlecht. So, und ich bin gespannt, Italien, wie das so auf der MAH umgesetzt ist. Bis jetzt habe ich auch noch nicht großartig viel davon, außer eben, wie gesagt, im Navi. Dass dort beim Mautstellen zum Beispiel steht, mit 90 kannst du hier durch. Freunde, das würde die Schranke niemals schaffen. Nie im Leben. El Stazione, 600 Meter. Ja, nee, ist klar. Halt. Maut wollt ihr haben? Kohle, mein Geld. Kaffee duftet aus der Küche. Wichtig, ganz wichtig für einen Trucker. Übrigens hatte ich schon mal gesagt in der Vergangenheit, ich spiele hier mit dem Drift OZ. Das Teil vibriert jetzt zwar nicht, aber das muss auch nicht unbedingt sein. Warum hältst denn du an, du Bauer? Mann, ey. Hier wieder so eine Nothaltebucht. Schön. Da kann man dann mal Folgenpause machen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob wir uns rüber mogeln müssen. Ich glaube schon. Hinter uns ist man auch sehr, sehr gnädig, weil ich denke mal, dass uns diese Spur gleich flöten geht, oder? Oder gehen würde oder doch nicht. Oder? Man weiß es nicht. Doch, genau, da wären wir genau falsch gewesen. Perfekt. Gut gelöst, gut nachgedacht, vorausschauend gefahren, so wie es der Fahrlehrer haben. Ich muss sagen, der DAF gefällt mir gut. Ich kann jetzt echt nichts Negatives sagen. So, Napoli gibt Spaghetti Napoli. Meine Freundin meinte noch, ich sollte mir ausdenken, was ich heute essen will. Also ich esse das, was auf den Tisch kommt. Das habe ich so gelernt. Gäbe da im Moment auch tatsächlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, das möchte ich, das und das möchte ich unbedingt haben. Was ist denn hier los? Pass auf, die kriegen es jetzt wieder nicht hin mit dem Einfädeln hier. Oder brauchen wir das gar nicht?
jetzt maunzt sie mich an. Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt will. Wahrscheinlich hat sie den Ball irgendwo reingeschossen, wo sie nicht wieder rausbekommt. Aber 10 Minuten wird sie sich noch jetzt noch gedulden müssen. Ich stehe jetzt während der Fahrt nicht auf. Ich habe schon gesagt, die hört sich manchmal an wie ein Gremlin. Die müssten theoretisch, wenn ich weiß nicht, ob ich den Mod aktiviert habe, auch getunte Autos in-game sein. So, wir fahren Richtung Napoli. Es kann natürlich auch sein, dass die Kugel leer ist, dass ich da wieder Leckerchens reinpacken muss. Vielleicht so eine Kugel mit einem Loch unten drin. Zum Schieber. Da packst du so schön diese kleinen Knusperkissen rein. Ich mache jetzt keine Produktwerbung. Und wenn sie dann damit spielen, dann fallen die so nach und nach raus. Wir fahren mal hier durch. Also 36 ist das höchste der Gefühle. Alles andere hinterlässt einen bleibenden Eindruck im Kühler, ganz ehrlich. Die macht echt einen Heidenlärm da. Mann, Mann. Vorsichtig aufpassen hier. Vielleicht sollten wir dann nachher auch mal eine Garage wieder kaufen, dass wir so ein bisschen weitere Sprünge machen können. Wir brauchen natürlich Kohle für neue LKW und so. Ne? Ich werde vor allen Dingen auch mal gucken, ob wir den Kredit mittlerweile abbezahlt haben. So, nach Aprilia wollen wir nicht. Wir wollen Richtung Napoli. Auch wenn ich so überlege, viele Leute verreisen in ihrem Leben. Türkei, Italien, Spanien, hast du nicht gesehen. Das Einzige, wo ich mal war, das war wirklich Klassenfahrt in die DDR. Das war eine Klassenfahrt nach England. Das ist es auch gewesen. Also vielleicht mal eine Tagesfahrt nach Holland oder so, aber so wirklich im Ausland. Nö. Urlaub, was ist denn das? Ich weiß nicht, wann ich meinen letzten Urlaub gehabt habe und wirklich weggefahren bin. Das war die Nordsee. Das muss, keine Ahnung, 1995 oder so gewesen sein. Lange, lange her. Warte mal, 95. Ja doch, das käme hin. Entschuldigung. Der Markus war damals 2 oder 3 Jahre alt. Ja, das kommt hin, so 1995, letztes Mal Urlaub an der deutschen Nordseeküste. Ausland, Italien, Spanien, habe ich noch nie was von gesehen. Deswegen kann ich das nicht beurteilen, ob das hier alles so richtig dargestellt ist, wie das hier aussieht. Ja, so sieht's aus. Ich würde auch gerne mal nach Norwegen fahren, aber naja. Naja. Könnte man sich übrigens auch mal angucken, nach Skandinavien hoch hier mit auf der MAH Pro. Vielleicht finden wir ja eine Fahrt von unserem Spielort, von unserem Zielort, später, ich weiß gar nicht, wie der ist, nach Skandinavien. Das wäre doch mal nice. Mal gucken, wie weit die MAH Pro Auswahl baut. Und wir warten natürlich alle sehr, sehr, sehr gespannt auf die Pro-Mods. Auf die neue Pro-Mods. Wo bleibt sie nur? Wahrscheinlich warten sie das nächste
die LC ab, denn SCS hat ja angekündigt, dass die Krone-Trailer kommen. Also auch mit Krone hat man dann jetzt offensichtlich einen Lizenzvertrag. Was machst du hier eigentlich? Bleib, wo du bist, alter Mann. Die macht einen Lärm hier. Krach für 10. Jetzt hat sie gerade mein Ölfass angeditscht. Ja, ich habe hier so eine Texaco-Tonne in der, stehen. Von außen, von innen, keine Ahnung, da wird mal Öl drin gewesen sein, tatsächlich, denke ich. Die werden jetzt günstig versteuert als Sitzfässer. Das Ding ist echt cool. Schwarz-rot sieht gut aus, nicht verrostet, vergammelt oder sowas. Also wirklich top. Ich mag meine Ölpfanne. Na, hier hat unser DAF jetzt auch nicht. Wird er langsamer? Nicht wirklich. Also der hat nicht wirklich hier zu kämpfen. Also. Ein bisschen langsam ist er vielleicht, aber mit Leben, ne? Das sah eben auf der Map so weit aus mit dieser Schleife hier, wo ich gesagt habe, wir fahren einfach quer durch. Nächster Parkplatz ist auf jeden Fall, würde ich mal so langsam sagen, wieder unser. Oder eben eine Nothaltebucht. Sehr schön. Das ist die nächste Nothaltebucht, die nehmen wir auch noch nicht. Aber wie gesagt, gleich entweder Parkplatz oder eben muss rüber, ich muss rüber, ich muss rüber. Lasst ihr mich rein? Die lassen mich rein, die sind gnädig. Wenn jetzt neben mir einer gewesen ist, den habe ich jetzt dann definitiv, da hätte ich gar nicht gesehen. Siehste, eben mussten wir rüber. Hier hätten wir es uns jetzt wieder sparen können. Ach, wir bleiben mal einfach hier. Wir bleiben mal hier und gucken, wo uns der Weg hinführt. So, Napoli lassen wir jetzt links liegen. Vorne ist irgendwo eine Tankstelle. Das ist mal eine Mautstation. Aber mal gucken, ob wir uns da jetzt mal kurz irgendwo hinparken. Meine Katze Rabatz. Mal gucken, was sie hat. Folge ist eh zu Ende. Warum wird das hier jetzt so schlagartig hell? Das war jetzt ein bisschen komisch.
So, wir fahren geradeaus weiter. Mit Parken war hier nichts. Wir müssen einen Parkplatz finden. Vielleicht ist da vorne wieder so eine Nothaltebucht, wo wir rein können. Erstmal kommt jetzt ein Tunnel. Machen wir eben Nothalt oder wir tun so, als ob. Ein Trailer aus dem Penguin Cargo Pack. Da hätte man jetzt raus können, aber hätte ich dann da vorhin schon abbiegen müssen, um auf den Parkplatz zu gelangen, das kann es aber nicht sein, oder? Und jetzt fahren wir natürlich lecker dran vorbei. Ja, blöd. Alter. So, fahr. Meine Fresse, dass man immer mehr helfen muss. Die können, sind alle nicht in der Lage, allein Auto zu fahren. So, ihr könnt euch da ja gerne wieder hinstellen. Die KI rafft's nicht. Das hätten wir jetzt fast versemmelt. Aber hier fahren wir jetzt rein. So, Freunde, hier haben wir jetzt einen schönen, leckeren Nothalt gemacht, auch wenn wir gar keine Not haben. Vielleicht eine Notdurft oder so. Mal gucken, vielleicht mal eben nur hinter die Leitplanke gehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und sage ciao, ciao.